Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War. Wir sind wieder zurück in der Welt hier unterwegs, in der wunderbaren Kampagnenwelt. Und wir schnacken nicht lang rum, gehen direkt mal rein hier. Anscheinend in der letzten Folge einfach nur die nächste Runde gemacht. Erstmal auf jeden Fall, ne, zum guten Start einfach mal ein paar Artenfeder wegnehmen, ja. Dankeschön. Weil es sind ein paar viele hier geworden. Nice, sehr schön. Aber wir haben auch mittlerweile einige Attentäter hier am Start. So, mit Ungarn haben wir eigentlich keinen Stress, aber ich bin ganz ehrlich, bevor der uns ab... Okay, oder er mucks uns ab. Aber wir wurden nicht enttarnt, oder? Enttarnt? Ich glaube wahrscheinlich schon, ne? Na gut. 15% ist mir zu wenig, dann versuchen wir mal den Spiel. Ah, okay, den schaffen wir auch nicht. Dann versuchen wir den nochmal. Sag mal. Na gut, dann nicht. Nächste Runde wieder. Versuchen wir es dann. So, hatten wir noch eine Schlacht offen? Ich weiß, ich sollte mir das irgendwann mal irgendwie merken, aber ich glaube tatsächlich nicht groß. Ah, stimmt, Staufen und sowas wollten wir die Runde. Das machen wir sonst jetzt einfach eine. Ach, warte mal. Nee, stimmt, York und so. Ach, jetzt kommen wir, jetzt dimmert es doch direkt wieder. York wollten wir direkt jetzt versuchen, weil wir keinen Bock darauf haben, dass der Papst nächste Runde sagt: Ey, nee, greif mal nicht bitte mehr an, ne? Ja, das sind ja eigentlich voll die Bros von uns, das könnt ihr nicht machen. Geben wir aber richtig einen drauf jetzt und greifen direkt an. Automatisch müsste eigentlich klappen. Weil das sieht echt eine Pillepalle aus. Ja, dankeschön. So viel hätten wir wahrscheinlich ungefähr verloren, davon gehe ich aus. 7000 war natürlich jetzt relativ wenig Geld, muss ich sagen, aber ist okay. Der Ausraum hätte wieder ganz viel Stress nach sich gezogen und ich würde dann gerne jetzt von York direkt nach Edinburgh weiterreisen wollen. Ne, kann man das auch einfach mal Reisen nennen. So. Links lassen wir das... lassen wir die... gute Frage. Ja, weiß, wir machen mal so. Ach, als ob. So. Dankeschön. Und direkt weiter nach Edinburgh. Nein, irgendwie so. Hier müssen wir eine Runde warten. Das geht nicht anders. Sondern sind ein paar viele Truppen. Da können wir auch ein paar wieder, ne, wegnehmen, würde ich sagen. Spart uns Geld. So, es sind noch ein paar Truppen drin. Die kann man auf jeden Fall mal weiter nach rechts schicken. So langsam mal. Zack. Ach stimmt, hier haben wir auch eine ganze Armee, aber die bilden wir ja gerade eh fort. Der kommt hoch, holt sich da eine Armee von denen hier, das war so, ja, ja. Entsinne ich mich richtig. Antwerpen würde ich jetzt tatsächlich auch gerne probieren wollen, weil da würde ich mich nicht wundern, wenn die auch da nächste Runde mal sagen, der Papst, hier greift die mal bitte nicht mehr an. Zumal im Dänemark belagern wir schon länger jetzt. Hier würde ich glaube ich doch jetzt in die Echtzeit gehen. Der Balken ist jetzt nicht so eindeutig wie da oben gerade bei York. Na ja, gut, machen wir mal hier Echtzeit, komm, besser ist das glaube ich. 6 Raumböcke haben wir, da wird ja wohl einer durchkommen. Da hat ja eh nur eine einzige Mauer, die Stadt. Wenn wir da jetzt nicht durchkommen, dann aber, ne? Dann gute Nacht. Das wäre ungünstig. So. Da ist der Türchen. Die Frage ist, haben sie... Ne, die haben glaube ich keine Kanonen, sieht aber nach Ballisten aus. Ja, das ist auch schon Aua. So, General ist in der kleinsten Armee, das freut mich tatsächlich. Da müssen wir die nicht mit reinnehmen in den Kampf. Dann überlebt er länger. Weil wenn das jetzt eine 80er Armee gewesen wäre, hätte ich die mit reinnehmen müssen einfach. So, die machen wir zu Nahkampf. Na, besser ist das. Na komm, machen wir so. 2 und ihr seid dann die 1, weil ihr seid mittlerweile so am Arsch. Ihr seid so klein als Armee mittlerweile, als Truppe. Das ist schon okay dann. So, natürlich direkt straight rauf da. Dann gib mal Gas. Wir hatten noch Ballisten. Ah, die, ah, stimmt, die haben jetzt plötzlich einfach die Dinger nicht mehr besetzt. Da kann man natürlich so auch machen. Okay, da schießen wir jetzt. Nevermind. Ich nehm's zurück. Das ist egal. Näher ran. Alles irrelevant. Der Hauptrambock scheint durchzukommen, Fragezeichen. Yep. Er kommt. Sehr nice. So, weg damit und rein, ran an die Mauer. Sehr schön. Guten Tag, ich habe einmal nett angeklopft. Dann würde ich gerne mal eintreten. Dankeschön. So, kommt mit ihren nordischen Kriegsklerikern direkt aber raus hier. Sollen sie machen. Auf da. Muss ein bisschen hier aufpassen, weil die Dinger schießen natürlich trotzdem noch mit Pfeilen. Schön reinpreschen. Ist egal. Rein. Es ist erstmal egal. Hauptsache, wir sind drin und die Dinger schießen uns nicht mehr ab. Ja, schön rein da. Ambo-Schützen nehmen wir sonst zur Not echt als einfach Push-Einheit.
Aber hier können wir sie auch schön schießen lassen auf den General. Da habe ich ja nichts gegen, du. Oh, warte mal, da können wir was mitmachen. Komm mal her, kommt mal nochmal zurück, bitte. Zurückkommen. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Hier geht mal bitte da lang. Dankeschön. Oh, hier sind auch noch relativ viele Truppen. Mal bitte da lang. Wir beschießen einfach die Mitte jetzt gleich von mehreren Seiten. Wie werden das? Ich halte ja viel von. Ich gebe mir bitte auch tatsächlich da lang. Okay, der ist gerade... Einheit ist noch gestorben. I don't know. Ihr geht bitte noch ganz weiter außen rum. Komplett bitte. Ihr kommt von hier. Sind Schützen, ne? Treffen mich, glaube ich, von da noch nicht. Hoffentlich. Ja, komm. Und was wir schon mal wieder anmachen können, ist das. So, ne, mal ein bisschen die Bogen-Ambruchschützen auch mal nutzen einfach mal, ne? Warum einfach mal nicht machen, verdammte Axt? Ja, guten Tag, die Herren. So, sehe ich die gerade schon wieder nicht, die Kollegas? Da sind sie. Gern direkt hochkommen. Ah! Ja, der Balken ist, also das ist sowieso jetzt durch, das schaffen wir. Man kann ja mal ein bisschen spielen trotzdem hier. So. Kommen sie jetzt tatsächlich, ja? Gar kein Problem. Gehen wir meinetwegen auch hier auf die erstmal nur rauf mit unseren Briten. Ah, jetzt ja, uns. Ja, sie kommen immer nur ganz kurz angelaufen, ne? General holen wir etwas näher für die Moral. Okay, Chef ist direkt vorne. Mach, was du meinst. Ja, fliegt direkt wieder hinten da. Der Typ, ey. Der Typ. Ja, komm. Gern dann in den Nahkampf, ist mir egal. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber doch, da. Gerne nochmal hier noch was auf die Schützen raufschicken, besser ist es. Ist sowieso jetzt durch, weil wir so viele Männer hier auf dem Hauptschlachtfeld haben. Das dürfte eigentlich durch sein. Da ist er down. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier König oder so war, aber er ist auf. Ja, war wahrscheinlich nicht der König. Ist aber auch egal, weil das Ding ist rum. Nice. Damit gehört uns auch Brügge. Müssen wir auf jeden Fall ausradieren, weil ich habe immer das Gefühl, dass Antwerpen und Brügge immer relativ schnell Stress machen irgendwie. Ich habe das Gefühl, das sind immer anstrengende Städte. 12.000 nochmal in Detach. Nehmen wir mit. Ich meine, Händlerkai gebaut, was ist denn hier passiert? Na jetzt. Vielleicht haben die Dänen nicht so viel Geld hier. Gut möglich. So, das ist natürlich eine absolut verbrauchte Armee jetzt. Ist aber nicht dramatisch. Oh ja, komm, flämische Piken können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Man gönnt sich sonst nichts im Leben. Du gehst nach Hamburg hoch, da haben wir da oben auch eine Zitadelle endlich mal. Genau. Mailand ist noch ein bisschen Frieden. Frieden, wenn man das halt Frieden nennen kann. Sind die verbündet? Nein, sind sie nicht. Den Kaiser einfach mal kurz gekillt in Staufen, so wie sie das gehört. Ausrauben. Rein. Zack. Und einfach fortbilden, kurz schnell. Dankeschön. Wunderbar. Läuft gut, läuft gut. Genau, fortbilden, so gut es geht irgendwie. Macht einfach mal euer Ding da. Du kriegst ja noch den General, aber das ist in der nächsten Runde. Ich glaube, mehr gab es wirklich nichts zu tun, ne? Da warten wir auf den Angriff natürlich. Hier versuchen wir abzuhauen. Sollen sie sich Ägypten nehmen? Da bin ich gar nicht so, ne? Da bin ich gar nicht so. Sollen sie gern machen. Und da oben habe ich auch schon vergessen. Aber ausradieren wollte ich machen. Ah! Ach. Alter, gefettfingert, ey. Na gut. Müsste uns ein bisschen mal einnehmen. So, die Schlacht findet statt, umso besser, dass sie jetzt stattfindet, als ein paar Runden später. Weil je früher, desto besser halt einfach. Rein da. Ich glaube, Kairo hatten wir schon Kanonentürme, ne? Ich vergesse es immer wieder. Wir haben auf jeden Fall Mutter doch Kanonentürme gebaut. Mindestens auf jeden Fall haben wir Ballisten, oder? Ich weiß es nicht, verdammte Axt. Wäre auf jeden Fall nicht unwichtig. Gegner sind zum Glück nicht so viele. Und sie haben keine Artillerie dabei. Das schmeckt schon mal. Das heißt, wir müssen uns nur hier drauf konzentrieren. Und natürlich ein bisschen auf die Mauern wahrscheinlich. Aber das Wichtigste wird halt unten sein. So, euch Kollegen einmal hier hinten stellen. Hallo. Dann geht das schon wieder los. Dankeschön. Auch nochmal ineinander stellen ist egal. Doppelt hält besser, habe ich mal gehört. Ihr seid die 1. General stellt sich hin. Der kommt natürlich nicht mit in den Kampf. Ist ja nicht irre. Richtig hier reinmogeln. Tomato hier. Dann stelle ich dich halt jetzt erstmal da an.
Hier stellen wir dann noch ein paar Stadtmilizen hin, die in der Not, ja, nur in der Not, einmal dann da oben rauf können auf die Mauern, um da irgendwie zu unterstützen. Wobei die nur einen Belagerungsturm haben, ne? Euch lasse ich da trotzdem stehen, damit ihr diese Seite nochmal ein bisschen decken könnt. Und euch schicke ich dann hier in, als Mauerschutz. Wobei wir so viele hier Armbrustschützen haben, die können wahrscheinlich eine Mauer selber verteidigen. Gehe ich mal von aus. Geht da oben nicht? Okay. So, zack. Ja, wir können aber ordentlich hier die Mauern besetzen, ne? Ah, haben uns nicht lumpen lassen. Ich würde sagen, wir sind ready. Zack. Ja, komm, da sind die Ballisten. Das will ich sehen. Schön reingepfeffert. Aber wenn wir den Turm da oben kriegen, wäre schön. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, wenn sie durchs Tor schaffen. Okay, doch, Kanonentürme, entspannt. Irgendwie würde ich es mir doch schon wünschen, weil dann ist die Armee weg. Dann nervt die mich erstmal nicht mehr, wisst ihr, wie ich meine? Als wenn sie dann zwei Runden später wieder ankommt. Das Ding ist leider schon fast kaputt. Da haben wir auch Schwein gehabt, ne? Ach, der Turm natürlich auch, der Klassiker. Na gut, da sind sie dran. Kanonentürme schießen aber wie nichts Gutes, hoffe ich weiterhin. Ja, guck mal, da werden die Salven gefeuert. Das Ding ist durch, das schaffen wir nicht. Ist zwar auch nur die armbrustschützende Miliz, die wir auf den Mauern haben, aber die schießt ja auch wahnsinnig krass schon die ganze Zeit. Machst auch nichts einfach. Sehr cool. Kommt gerne rein. Ich würde euch gerne noch die Tür aufmachen, aber aufpassen. Ne? Nicht Geschwindigkeit ändern, während die hier das Tor, die Torsequenz gleich kommt. Sonst haben wir wahrscheinlich wieder ein aufgehangenes Spiel. So, knock knock. Who's there? Ach, die Mongolen. Ja, kommt mal rein. Ah, sind wir mal sowas von. Guck mal, wie breit die sind. Die Spanier sind willensstark gerade. Rein mit euch. Und direkt entgegenpushen. Direkt den Push mitnehmen. Auch da hinten auf der Seite. Rein da. Auf der Mauer, glaube ich, brauchen wir erstmal nichts. Dann helft ihr bitte mal lieber mit. Dich holen wir näher ran für die Moral, ne? Ist ja klar. Hier brechen sie gerade ein bisschen durch, aber das ist okay, ey. Ach, ihr sollt kommen, bitte. Das ist kein Witz jetzt. Keine Übung und so, ihr wisst Bescheid. Also wirklich keine Übung. Komm mal bitte her. Hier ist eine kleine Lücke, die werde ich dir einfach nicht so gerne. Also, das dürfte eigentlich auf unserer Seite liegen. Eigentlich schon. Wir haben nicht die qualitativ hochwertigsten Männer, aber wir haben viele. Und wir haben, sind halt Verteidiger, was halt der große Vorteil einfach ist. Ah, da ist die Verstärkung von der Seite. Hier oben drauf. Ne, die abgesessenen schweren Bogenschützen werden wahrscheinlich um einige stärker sein als die Miliz, aber was wir mal machen können, ist hier rüberschicken. Helft mal mit. Ne, wirklich rüberlaufen, das ist kein Witz. Also wirklich mir bitte zu Fuß helfen. Dankeschön. Mit rüber hier, als einmal mal aufstellen. Nachziehen einfach mal. Da sind sie. Gönnt euch. Ein kleines Messerchen bewaffnet, ey. Da kommen wir natürlich gegen solche Keulen nicht an. Aber, ne, die Masse macht's. Halten aber gut durch. Ich frage mich auch, wo der General ist, der gegnerische. Ne, General kommt natürlich von uns nicht drauf, ist klar. So. Sehr gut. Ja, ich hoffe mal, dass es gerade sehr gut aussieht. Ich weiß gar nicht, wie gut das aussieht. Wobei, hier haben wir noch eine riesige, sage ich mal, Masse an Männern von uns. Hier ist noch eine ganz angenehme Masse. Der General ist auch nochmal da. So. Da ist mal keine Unterstützung von 57 Mann. Kann man auch sehr gut mitnehmen. Da Leibwächter, ja, stimmt, ist ein ganzer General. Stimmt ja. Wo ist er? Wo ist Kollege Schnürschuh? Da ist er. Da. Hat schon ein bisschen was mitbekommen, aber leider noch nicht genug. In Form von, dass er leider noch nicht tot ist. Ich habe ihn wieder aus den Augen verloren. Läuft. Da ist er. 11 Männer hat er noch, aber ist ja egal, der ist halt irgendwie noch im Schutze gefühlt seiner Männer da. Rauf. Zack, zack, zack. Ja, da sind ein paar Männer von uns dran. Ah, guck mal, wir pushen jetzt hier von richtig durch. Hier sind wir durchgekommen. Jetzt sind die richtig am Arsch. Um mal diese Wortwahl zu benutzen hier. Ja, ja, guck mal, jetzt kommen wir von der Seite ordentlich an. Aber auch hier muss man wieder sagen, Respekt, der General hat sehr lange überlebt und ist wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gestochen worden. Nimmt auch ein paar Leute nochmal mit. Hat auch, glaube ich, gar nicht so wenig Kommandopunkte. Er ist nur noch der da, ne? Ne, ein anderer auch noch. Holt ihn euch, bevor er flieht. Der müsste jetzt jederzeit down gehen, Alter. Da müsste jeder gerade drauf pieken. Dankeschön.
Hätte der noch ein paar Sekunden länger überlebt, hätte ich aber auch hier, ne, hätte ich auch hier das nicht geglaubt, du. So. Geschafft. 622 Mann verloren ist natürlich eine Stange. Aber die kamen wir so schnell wieder drin hier. So, Alexandria. Auch das gleiche Spiel. Da scheinen mehr Männer auf jeden Fall bei den Gegnern dabei zu sein. Wir gucken auch mal gleich, ob die Artillerie haben. Generell, wie die aufgestellt sind. Oh, hallo. Best Friends sind wir, ne? Bitte macht, tut mir nichts. Verdammt. Schade. Ja gut, hier oben haben wir jetzt ein Problem halt, ne? Ich würde halt gerne direkt weit... Wobei, wo will ich weiter hin, ne? Die schaffen wir noch nicht. Beendet die Feindschaft Heiliges Römisches Reich. Ihr mich auch. Also irgendwann ist uns das auch egal, was der Papst natürlich sagt. Aber noch versuche ich ein bisschen zu nett zu sein. Übrigens gibt's die gibt da nicht mehr, haben wir gerade gesehen. Auch spannend. Ah, guck mal, jetzt sind sie ruhig. Aber ist egal, wir bleiben hier drin, weil wohin sollen wir jetzt? Wie alt ist der Kollege? 42, der macht eh nicht mehr so lang. Das passt. Die bauen wir jetzt halt überall aus. Das wird unsere Zitadelle, wo wir die Konquisatoren hoffentlich herstellen können. Wobei, vielleicht geht das auch bei der Stadt. Ich weiß es gerade nicht so genau. Genau. Einmal ausbauen, bitte. Gern einmal machen. Gar kein Problem. Bisschen Geldmacherei hier. So, mal ein bisschen was für die Allgemeinheit wieder tun. Wir haben länger unsere Städte nicht mehr ganz ausgebaut. Tripolis war eigentlich auch noch ein Ziel. Was heißt eigentlich? Das machen wir jetzt wieder zu einem unserer Main-Ziele. Da kenne ich gar nichts. Hier müssen wir noch was herstellen. Ah, passt. Heiliges Römisches Reich, keine Kriegsakte. Gar kein Problem. Ich kann mich auch kurz ein bisschen zurückhalten. Für 7 Runden. So, dich probieren. Ah, ne, komm. Dich probieren. Ah, wir dürfen da nicht, ne? Na komm, wir probieren doch. Ich habe gerade sonst keinen in der Nähe. Schade. Das Ding ist, der Papst steht hier mit seinem ein bisschen zu nah an Florenz, muss ich sagen. Ein bisschen zu nah. Wenn wir nochmal... Ah, wir bilden mal fort hier, zack. Was soll das? Gehen Sie bitte weg. Ich will Sie da nicht haben. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass wir dann kurz das Heilige Römische Reich ein bisschen in Ruhe lassen. Kein Problem. Dann kümmern wir uns gleich wieder gerne über, um Mailand. Hier sind wir am Fortbilden, wobei der Kollege wahrscheinlich nicht mehr lange macht. Können wir tatsächlich dann hier einfach einen absnacken. Aber weißt du was, dann gehst du mit dieser Armee da mit rein, dann kannst du hier nochmal einen Schweizer Pikini mitnehmen. Ist doch auch lecker. Die Diplomaten sind mittlerweile überbewertet. Schon eine ganz nette Armee. Gehst auf jeden Fall nach Hamburg durch. Warum habe ich dich nach oben geschickt? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Läuft bei mir. Wir machen den hier. Schicken die einmal nach Zain zurück, um dann eine Armee zu bilden. Und geht halt einfach da zurück drauf geschissen. Antwerpen scheint anscheinend so auch zu passen. Sehr gut. Kanavaron. Dürfte kein Problem sein. Nope, Sir. Was? Och nein! Stimmt, das lief wahrscheinlich noch so eine Runde oder so, ne? Oh, das war wahrscheinlich noch so eine Runde, ne? Ach, verdammte Axt. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Oh, ja, da, also ich meine wirklich, daran habe ich wirklich nicht mehr gedacht. Scheiße. Weil ich würde natürlich, hätte gerne auf den Frieden weiter gewahrt. Na gut. Ich sag mal so, wie es ist. Das muss dann in irgendeiner Weise dann doch Schicksal gewesen sein. Natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte halt wirklich keinen Stress machen, aber gut. So, bauen wir das genau aus. Dann sind wir halt dazu, in Anführungszeichen, gezwungen, weiterzuziehen. Und dann ziehen wir jetzt auch durch. Ja, da belagern wir mal ein bisschen. Die große Armee habe ich da nicht gesehen, tatsächlich. Gut, dass wir nicht automatisch gemacht haben. Ah. Sondern, okay, haben wir ein bisschen was zu viel aufgelöst. Gar kein Problem. Hier. Gönn dir. So, stellen wir gerne hier noch was her. Exkommuniziert ist halt ein Problem. Das ist halt nicht so schön. Gehst du auf den Metz drauf. Das könnte ein bisschen stressig jetzt werden, tatsächlich. Ja, hoch da aufladen, bitte. So, ich brauche unbedingt neue Orte, wo ich Soldaten herstellen kann, ohne Spaß. Guck mal, die Städte sind auch gefühlt direkt pisst, ne? Eben gerade waren sie das gefühlt noch nicht.
Exkommunikation war auch nicht so schön. Kam auch nicht, glaube ich, nicht so gut bei Bevölkerung an, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber hier ist jetzt auch gerade schon reicht, ein paar Truppen rauszuschicken, was ganz angenehm ist. So, das ist Mailand. Was ist dein Problem? Ihr habt wahnsinnig viele Männer. Okay. So bilden wir fort. Das dürfte sich da hoffentlich gleich bessern. Venedig haben wir so ziemlich eine Armee drin, kann man sagen. Weißt du was, wir versuchen uns Innsbruck zu holen. Aber jetzt zieht er doch weiter nochmal hier. Hier stellen wir was her, damit wir da Schutz haben. So. Wir sehen alles relativ entspannt aus. Gut, dann ist es tatsächlich jetzt soweit. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt rauf, volle Kanne. Gerne ein paar Ambusschützen noch fortbilden, weil die haben anscheinend ein bisschen was mitgenommen. Fehlt eine Einheit, können wir gerne einmal nachreichen. Keine Ahnung hier. Reicht anscheinend nicht. Wunderbar. Ein bisschen mongolische Attentäter, schon wieder fast vergessen. Genau, wir haben richtig krassen Elefanten dabei. Oh, Halle, guck mal, sogar noch einen weiteren Elefanten. Man könnte versuchen, Gaza zu holen. So riskant, wisst ihr. Aber wobei, wir gehen lieber erstmal zurück und holen uns tatsächlich vielleicht sogar jetzt auch da drauf geschissen. Ne, die Szene hat uns auch betrogen und sowas, dann greifen wir doch jetzt Nikosia an. Ihr habt es nicht anders, ihr wollt, dann soll es so sein. Hier stellen wir schon her. Genau, dann brauche ich auf jeden Fall ein paar Schiffe. Ah, da haben wir die ja. Never mind. Ja, dann macht das mal nicht kampflos. Man muss auf jeden Fall seine Timurinen, ne, haben wir wie gesagt schon Jeder auch eingenommen jetzt. Die legen auch jetzt hier so richtig los. Kann spannend werden. Okay, das ist ein Problem. Das zum Thema Nikosia, ne? Müssen wir uns halt einen neuen Feind machen? Na gut, er hatte Kampf von selber. Arschkeks. Jetzt haben wir alle als Feind, jetzt müssen wir damit leben. Und er greift an, der Papst himself. Hau da mit seinem Kreuz auf die Stadt rauf, ey. Gut, Diplomatie hat hier gerade bei uns keinen Platz mehr. Und ich habe tatsächlich kein Geld mehr. Belastende Sache. Aufstand in Kairo. Leute, also ihr seid auch ein bisschen Edepetete, ne? Das ist jedes Mal mit euch das Gleiche. Bazaar können wir gerne reparieren, damit vielleicht wieder Ruhe gibt. Gebt, wie auch immer. Da können wir vielleicht einen Auftrag geben gleich mal. Das Schiff ist jetzt hier weg. Und hier ist alles, hier ist ein richtiges Minenfeld. Wir versuchen mal hier zu umlaufen. Ich werde hier vielleicht ein bisschen in Ruhe gelassen. Wer weiß das schon. So. Wo ist die zweite Welle von den Timurinen? Kommt die überhaupt noch? War die schon da? Das habe ich mich schon ein paar Mal jetzt gefragt, ne? Mongolen sehr schwach. War das die Beziehung jemals gut? Ganz dumm gefragt. Lagern wir natürlich. Ein paar davon nehmen wir noch ein bisschen was anderes mit. Das dürfen die eigentlich schaffen. Wobei, die Truppen könnten krass sein, ne? Darf ich? Darf ich. Sehr geil. Lassen wir erstmal daneben stehen. Du gehst aber sowas von nach Innsbruck hoch und belagerst den Mist hier. No money. Gehst nach Metz. Oder anders, weißt du... Hier sind wir im Fortbilden. Das würde ich auch gerne so dabei belassen, ehrlich gesagt. Du gehst nach Metz hoch, ist schon okay. Gehst halt auch hier oben erstmal zur Hauptstadt, bitte. So, Hauptstadt, zack, zack, zack. Ha, hat genau gepasst. Perfekt. Neue Armee auf dem Weg. Der kann sich um die Papststaaten kümmern. Und dann hier auf Neapel und Palermo vielleicht. Ja. Schmeckt. So, du gehst zurück und wirst dich bitte auch einmal aufladen, wenn es denn so gut es halt irgendwie geht. Wir brauchen halt unbedingt wieder Cash in the Tash. Auch wahnsinnig viele Truppen zum Aufwerten, ne? Wir gehen hier gerade gut überall rein, muss ich sagen. Also da sind wir gerade ein bisschen gut dabei, ja? Gerne erstmal Dublin. Und dann nächste Runde, ne? Hier bleiben wir eh jetzt gerade einfach. Okay. Tunis auch gleich runter was drin nach Tripolis schicken. So, Papststaat, ne, ist ein paar Diplomat erstmal. Vielleicht greifen sie danach schon direkt an. Okay, mal greifen wir an. Okay, Tatsache. Verstärkung ist dabei, spielen wir selber. Sehr gute Papst, Bonus der Missionar.
Walzer Garde nicht zu unterschätzen, gute Truppen. Wir sahen bloß Schützen im offenen Schlachtfeld auch nicht verkehrt, aber da sie halt angreifen, dürften wir das hoffentlich schaffen. Ich finde das irgendwie ein bisschen wild, dass anscheinend der Papst dabei ist.